Es gibt seit vielen Jahren eine umfangreiche Liste von Laufwettbewerben im Saale-Kreis. Leider konnte aufgrund von Corona in diesem Jahr wieder nicht jeder Lauf stattfinden. Aber nun geht es wieder los. Der von der HSG Merseburg ausgerichtete Karl-Scholemer-Lauf hat eine gewisse Tradition. Er fand dieses Jahr zum 34. Mal statt. Und ja, er fand statt. Vor dem Start ist immer ein aufgeregtes Treiben. Man kennt sich und muss schnell noch ein paar Neuigkeiten austauschen, die Übungsleiter schauen, dass ihre Schützlinge sich ordentlich warm machen. Da möchte sich noch einer auf den letzten Drücker anmelden und so weiter und so fort. Für die, die sonst nicht viel mit solchen Crossläufen zu tun haben, sei erklärt, der Kurs führt durch das Campusgelände und den angrenzenden Südpark. Eine Runde sind 3,58 Kilometer und es können eine, zwei oder drei Runden gelaufen werden. Die Ergebnisse fließen ein in eine Ranglistenwertung für alle die Läufe, die im Laufkalender für den Saale-Kreis ausgewiesen sind. Ja, und es gibt eine seit Jahren stabil entwickelte Läuferszene, die praktisch bei allen Kreisranglistenläufen auftritt. Das sind ca. 60 bis 80 Aktive und nach klingt die lähmende Atmosphäre wieder ab, die Corona seit 1,5 Jahren auch auf den Sport ausgebreitet hatte. Heute waren schon mal wieder an die 40 Läufer am Start. Das Wetter haben wir extra so eingerichtet, dass der Regen. An der Hochschule Merseburg hat sich die Hochschulleitung immer schon mit dem Lauf identifiziert. Rektor Professor Kirbs hat sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, symbolisch die Läufer auf die Strecke zu schicken. Viel Spaß, viel Freude und jeder möge so laufen, wie es seinem Leistungsvermögen entspricht. Und vor allem jeder möge gesund wieder ankommen, das ist das Wichtigste. Ja? Also in dem Sinne viel Erfolg und sportfrei. So. Auf die Plätze, fertig. Und nun geht der Läuferpulk auf die gut 3,5 Kilometer lange Runde durch das Campusgelände und dann über die Geiselbrücke in den Südpark. Am Ende geht es dann über die gleiche Brücke wieder zurück auf das Hochschulgelände. Da die Läufer des 1-, 2- und 3-Rundenlaufes alle gemeinsam gestartet wurden, ist jetzt ein bisschen Aufpassen angesagt. Während die längeren Strecken die nächste Runde in Angriff nehmen, werden die Läufer des 1-Rundenlaufes auf den Parkplatz gelenkt und kommen ins Ziel. Siegerinterview mit den Ersten im Zweirundenlauf. Bei den Frauen Steffi Bernstein, bei den Männern Martin Popp, beide von der SG Sperrgau. Wie war es denn? Ja, es war wieder mal der erste Lauf und zwar recht anstrengend. Also mit anderen Worten, die Saison geht jetzt erstmal wieder los. Es war ja leider bei vielen Sachen ist alles ausgefallen, aber wir haben also jetzt wieder die Möglichkeit, was zu machen. Das wollten wir auch nicht ausfallen lassen. Nee, das ist auch sehr schön und hat auch Spaß gemacht. Ja, und bei dir war es sicherlich auch so? Bei mir war es schon der dritte Kreisranglistenlauf in diesem Jahr. Ich war schon in Leunach und im Reiseltal. Und jetzt beim dritten Lauf hat es wieder gefunkt. Da war die Energie wieder richtig da. Auch mit dem Trainer der Kindergruppe der Leichtathleten von der TSG Leunach konnte ich über seine Einschätzung der Lage sprechen. Sportfreien Spott, wir haben ja nun schon zum 34. Mal den Scholemer Lauf gemacht, aber auch ihr macht ja was in Leuna. Wie ist eigentlich deine,
dein Eindruck, dass das Sporttreiben jetzt wieder losgeht, ist ja insbesondere für die Kinder und Jugendlichen wichtig. Ja, es ist schwer angelaufen. Also wir hatten ja auch einen Lauf vor ein paar Wochen bei uns und da hatten wir auch bloß 31 Teilnehmer. Also so richtig rumgesprochen hat sich es noch nicht in der Erwachsenenwelt. Mit den Kindern machen wir jetzt schon intensiv seit 3-4 Monaten und machen auch schon Wettkämpfe. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir trotzdem anfangen, hier was zu machen, damit das nicht wieder abreißt oder wieder sich versandet. Und insofern freue ich mich, dass ihr auch euch beteiligt habt hier. Und ich denke mal, es war auch wieder so, dass wir alle zufrieden sind. Hervorragend organisiert, wie immer. Alles schick. Wir kommen immer wieder gern. Anhand der Startnummern, aber auch der finalen Laufgeschwindigkeit kann man nun bei den Einläufen der 2- und 3-Rundenläufer genau erkennen, wer wohin gerechnet werden muss. Letztlich aber sind alle, die ins Ziel kommen, Sieger. Da wollen wir auch gar nicht zu sehr über Platzierungen sprechen. Aber ein Interview soll am Schluss doch noch stehen. Schnellste Frau über 3 Runden war Melanie Loos vom VfB Merseburg. Zufrieden? Oh, sehr zufrieden, ja. Schön, dass die Sonne noch mal rausgekommen ist. Ja, wir hatten ja Bedenken, dass unsere Kreidestriche sogar wieder weggespült werden sollten, aber... Waren alle noch kenntlich, ja. Hat man noch gesehen, ja. Bist du schon mehrfach hier gelaufen bei uns, oder... Beim Karl Schorlemmer-Lauf jetzt das erste Mal. Mhm. Genau. Ich habe Ihren Beitrag vom letzten Jahr gesehen. Da war ja die studentische Beteiligung sehr gering. Eigentlich null. Dieses Jahr auch sehr gering, glaube ich. Das liegt daran, dass man das nicht mitbekommen hat, dass der Lauf stattfindet. Gut, dann müssen wir uns wahrscheinlich noch was einfallen lassen, dass wir das noch ein bisschen besser streuen. Du bist also Studentin? Ne? Genau, ja. Dann können wir uns eigentlich freuen, wenn du öfter mal bei irgendwelchen Sachen dann teilnimmst, die wir hier veranstalten. Bin ich gern wieder dabei.